Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, welche Pflichten für einen Arbeitnehmer aus dem Abschluss eines Arbeitsvertrages resultieren. Wichtig ist hier zunächst nochmal klar zu haben, dass die Pflichten des Arbeitnehmers gleichzeitig die Rechte des Arbeitgebers sind. Wir schauen auf die drei Pflichten des Arbeitnehmers, nämlich die Dienstleistungspflicht, die Treuepflicht und das Wettbewerbsverbot. Schauen wir als erstes auf die Dienstleistungspflicht. Wichtig ist, dass der Arbeitnehmer seinen Dienst, also seine Arbeit gewissenhaft und auch zum Beispiel pünktlich zu verrichten hat und gleichzeitig muss er dies selber ausführen. Er kann also nicht sagen, morgen möchte ich eigentlich lieber wegfahren, ich schicke meinem Arbeitgeber jemand anderen, der dann meine Aufgabe erfüllen soll. Das ist also nicht möglich, er muss seine Arbeitsleistung selber erbringen. Der Arbeitnehmer hat dabei die Gehorsamspflicht bzw. Weisungsbefolgungspflicht gegenüber des Arbeitgebers. Um das zu klären, schauen wir mal gemeinsam auf das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber ist also berechtigt, dem Arbeitnehmer Weisungen zu erteilen. Wichtig ist dabei, das muss der Arbeitgeber nicht immer selber machen, sondern er kann dieses Weisungsrecht eben entsprechend auf die Vorgesetzten des Arbeitnehmers übertragen. Es handelt sich hier natürlich nicht um ein Weisungsrecht, das ja einem Sklavenrecht entsprechend ähneln würde, sondern diese Weisungen müssen natürlich immer gewisse Rahmenbedingungen beachten. Das heißt, es muss einmal die Bedingungen bzw. das, was im Arbeitsvertrag festgelegt worden ist, beachtet werden. Das heißt, der Aufgabenbereich zum Beispiel muss dann auch entsprechend dem entsprechen, was im Arbeitsvertrag geregelt ist. Außerdem müssen natürlich solche Weisungen auch immer den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Außerdem müssen natürlich Betriebsvereinbarungen, die getroffen wurden, beachtet werden. Wichtig sind außerdem natürlich auch die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers, die im Grundgesetz Artikel 1 festgelegt sind. Das heißt, eine Weisung durch den Arbeitgeber muss schon auch immer dem Interesse des Arbeitnehmers Rechnung tragen. Als Beispiel können wir hier sagen, wenn zum Beispiel geplant ist, am Donnerstag und der Urlaub ist schon genehmigt, am Donnerstagabend geht um 19 Uhr der Flieger in den dreiwöchigen Erholungsurlaub und der Vorgesetzte ordnet jetzt um 15 Uhr an, dass 2 Stunden Mehrarbeit entsprechend zu leisten sind, dann würde das ja eben dem Recht des Arbeitnehmers auf seinen Erholungsurlaub entsprechend entgegenlaufen und das wäre dann entsprechend nicht zulässig. Wichtig ist also wirklich immer zu beachten, dass die Interessen beider Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmers, bei der Ausübung des Weisungsrechts durchaus entsprechend gewahrt bleiben. Ganz wichtig ist aber dennoch auch für den Arbeitnehmer zu beachten, dass der Grundsatz von Treu und Glauben gilt. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wenn eine besondere Situation vorliegt, zum Beispiel eine Notsituation, dann ist es durchaus rechtens, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer anweist, eine Tätigkeit durchzuführen, die eigentlich nicht zu seinem Arbeitsbereich passt. Also wenn dann der kaufmännische Angestellte angewiesen wird, eine Lieferung durchzuführen, dann ist es durchaus rechtens, wenn man eben davon ausgehen würde, dass alle Fahrer nun irgendwie plötzlich krank geworden sind, nicht verfügbar sind und dem Unternehmen ein Riesenschaden entstehen würde, wenn jetzt diese Ware da nicht hinkommt. Dann, wie gesagt, ist es durchaus auch mal rechtens, dass entsprechend jetzt zum Beispiel hier eine Arbeitsleistung, eine Tätigkeit von einem Arbeitnehmer gefordert bzw. eingefordert wird, die er sonst normalerweise eben nicht tun, nicht verrichten würde. Dann bewegen wir uns jetzt von der Dienstleistungspflicht weiter zur Treuepflicht. Die Treuepflicht bedeutet vor allem für den Arbeitnehmer, dass er in seinem Handeln immer die Interessen seines Arbeitgebers wahren muss. Ganz konkret kann man hier sagen, dass Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers natürlich nicht entsprechend anderen Dritten zugänglich gemacht werden dürfen. Genauso ist es natürlich wichtig, dass der Arbeitnehmer durch sein Handeln das Image bzw. den Ruf des Arbeitgebers nicht beschädigt, sondern diesen auch entsprechend wertvoll hochhält. Wichtig ist auch noch, dass der Arbeitnehmer sich natürlich keiner Beeinflussung bzw. Bestechung entsprechend hingeben darf. Also das Annehmen von Geschenke oder Schmiergelder ist verboten.
Es wäre ja durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel ein Lieferant versucht, einen Einkäufer des Unternehmens zu bestechen, damit er hier die Ware von einem bestimmten Lieferant abnimmt und somit wird möglicherweise das Interesse des Arbeitgebers nicht gewahrt, weil der Einkäufer jetzt nicht mehr den am wirtschaftlich günstigsten, am wertvollsten Lieferanten auswählt, sondern denjenigen, von dem er das größte Geschenk bekommt. Und das ist natürlich, wieder zurück zur Treuepflicht, nicht im Interesse des Arbeitgebers. Dann kommen wir jetzt noch zum dritten Bereich für den Arbeitnehmer und das ist das Wettbewerbsverbot. Das besagt eben, dass ein Arbeitnehmer ohne Zustimmung seines Arbeitgebers nicht in Konkurrenz zu dem Arbeitgeber treten darf. Sprich, er darf nicht ein Unternehmen gründen, das genau das gleiche Geschäftsfeld bedient wie das seines Arbeitgebers. Und dabei geht es nicht nur darum, dass hier das ganze Unternehmen sozusagen eins zu eins abgebildet wird, sondern es ist auch verboten, einzelne Geschäftsfelder des Arbeitnehmers entsprechend abzubilden und da eben selber tätig werden. Dazu zählt auch, dass nicht erlaubt ist, Konkurrenzunternehmen des Arbeitgebers zum Beispiel mit Beratungsleistungen zu unterstützen. Arbeitnehmer haben natürlich häufig gewisse, ja, Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers, weil ohne das Wissen um diese Geschäftsgeheimnisse könnten sie entsprechend nicht arbeiten. Das ist natürlich ein Problem, wenn ein Arbeitnehmer aufhört, für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Und hier ist es eben möglich, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer durch eine sogenannte Konkurrenzklausel dazu verpflichtet, nicht in Konkurrenz zum bisherigen Arbeitgeber zu treten, indem man zum Beispiel für ein Konkurrenzunternehmen arbeitet oder natürlich selber ein Unternehmen in diesem Bereich gründet. So eine Konkurrenzklausel muss immer schriftlich vereinbart werden. Und wichtig ist, sie darf maximal eben 2 Jahre gültig sein. Sie muss außerdem eine Entschädigung, also Geld quasi für den Arbeitnehmer entsprechend enthalten. Und sie darf keine übermäßige Berufseinschränkung für den Arbeitnehmer bedeuten. Wir hatten jetzt also die drei Pflichten des Arbeitnehmers, die gleichzeitig die Rechte des Arbeitgebers sind. Das war die Dienstleistungspflicht, die Treuepflicht und das Wettbewerbsverbot. Und jetzt geht es noch eine Runde in die Zusammenfassungsfolie.